Habt ihr gerade diesen Test gehört, meine Damen und Herren? Willkommen zur zweiten Episode. Ihr habt es vielleicht gerade noch am Anfang gehört. Dieses Lied im Hintergrund, das macht mich aggressiv. Das ist die Verdummung der Menschheit. Das müsst ihr euch mal reinziehen, was der singt. Warte. Ja, okay, ich glaube, es ist jetzt vorbei. Auf jeden Fall singt der. Singt ihr am Anfang irgendwie, don't, ja genau, irgendwie, also in Englisch natürlich, don't fight, kämpft nicht, make love tonight, macht heute Nacht Liebe und dann lass heute Nacht bumsen. Das war es, was, das sagt ihr in einem Lied. Ich meine, meine Fresse, es wird ja immer schlimmer. So, und ich sehe gerade, diese finanzielle Lage ist ja wirklich bedrohlich, ne? In allen in den Minusen, im Transfer-Szenen, Infrastruktur und dann auch noch im Bargeld mit 666.000. Es ist nicht ohne, es ist nicht ohne. Ich glaube, wir werden auch kein Trainingslager machen, weil wir uns das nicht einfach leisten können. Vielleicht ein Kurztrainingslager. Das glaube ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Wir machen mal ein Kurztrainingslager für 40.000 und machen dann mal hier ein, zwei Freundschaftsspiele. Gegen schwächere Gegner natürlich, das passt ja dann immer. So, fangen wir mal an gegen Steinberg, damit wir da wirklich mit einem Sieg anfangen. Hier dann ein Spiel gegen leicht stärkere, vielleicht so im 500er Bereich, obere 500er. So, dann machen wir mal den Zwickau rein und dann noch ein paar Wochen davor machen wir noch mal Freundschaftsspiel gegen unsere zweite Mannschaft, bevor wir dann abschließen gegen einen eher stärkere Mannschaft. Koblenz machen wir mal rein. So, das sollte dann auch passen. Ja, wir können uns das einfach finanziell nicht leisten. Ich überlege mir gerade, und das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Wir haben 60 Dinger. Mal sehen, was für noch Herausforderungen. Führen Sie Anlag taktisch durch. Schlichten Sie, erzählen Sie Team 2 Tore per Elfmeter. Wofür kriegt man? Stellen Sie das härteste Team der Liga. Stellen Sie den Tor, stellen den fersten Laber, Topform, Transfers, Jugendkultur, Gastgeber, Marketingkampagne, Mitgliederkampagne, Fortbildung. Gewinnen Sie. Boah, ist aber hart, ein Match gedreht. Naja, ich glaube, wir werden uns dann später in dem Spiel vielleicht hier diesen Investor holen für 80. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Und das wäre auch vielleicht sinnvoll, dass wir den dann in der Mitte holen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter hier. Es ist ja noch nichts hier irgendwie in Buddha. Aber es ist ja wirklich bedrohlich. Und wir haben aber jetzt auch, glaube ich, den Finanzassistent eingestellt. Also passt das auch einigermaßen. Hier lassen wir nochmal den Aufstellungsassistent durchrubbeln. Okay, dann machen wir jetzt erstmal ein, zwei Tage weiter, damit das auch wirklich klappt. Wir können uns einfach nichts leisten. Wir wollen ja auch mit ein, zwei noch verlängern. Da haben wir Angebote gemacht in der letzten Episode. So, wir werden aufsteigen und wir werden dieses Ziel erreichen. Ich werde treu bleiben, fordere Disziplin und viel mehr will ich aber auch gar nicht sagen. Aber wir müssen absolut aufsteigen. Ich meine, minus 700, Stadionumfeld, Teamdynamik. Also wenn man sich das mal anguckt, das ist nicht ohne. Das ist einfach nicht ohne. Da müssen wir uns auch wirklich zusammenreißen, damit da nichts irgendwie schief läuft. So, und jetzt können wir nochmal vor dem Spiel kurz anhalten gegen VfB Steinberge. Können wir die mal alle hier löschen. So, neue Gegenstände habe ich jetzt auch gelöscht. Alle Spieler haben ihre Moral und das Vertrauen. Okay, sehr schön. Scouting abgeschlossen für Marvin Duksch. Der ist natürlich auch ein guter Mann. Wäre schön zu wissen, wie viel der kostet. Aber leisten können wir uns den ja eh nicht. Das geht ganz und gar nicht. Da haben wir jetzt einfach kein Geld zu. Ja, und hier steht es noch mit der Fitness nicht so gut aus. Da arbeiten wir ja aber hart dran. Und hier müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen aussortieren. So, der wird nie spielen. Das wird einfach nicht passieren. In die Reserve mit dir. 40er kann man einfach nicht gebrauchen. Nicht in der in der dritten Liga. Bitte nicht. Und den Niveler. Niewähler. So, zweite Mannschaft. Aufstellungsassistent. So, passt das auch? Können jetzt wütend sein. Das ist mir scheißegal. Sollen wir nicht rumheulen. Gucken wir uns jetzt mal die Spielermatrix, Teammatrix. Nee, ich wollte jetzt eigentlich hier Teamhierarchie. Wir haben keinen wirklichen Anführer. Obwohl ich eigentlich eine Staffel und einen Manno, der hier gar nicht drin sind, schon als Anführer sehe, aber die sind einfach nicht drin, ne? Wieso machen wir denn hier bitte jetzt eine Erholung? Das verstehe ich auch, versteht auch niemand, ne? Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt wieder Erholung machen. Heftige Fitness, so.
Man kann man hier irgendwo die nächste. Ja, okay, dann machen wir erstmal weiter und gehen auf dieses erste Spiel zu. Aber dass wir hier nicht mit vollem Karacho rangehen, verstehe ich nicht. Wir müssen uns jetzt auch schon mal zusammenreißen. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, es hackt. Gehen wir hier nochmal rein und machen hier wieder Fitness heftig. Es kann doch nicht sein, dass wir hier irgendwie lasch rummachen. Und der Assistent kümmert sich eigentlich immer relativ gut darum. Sie sollten sparen. Ja, aber wo sollen wir denn bitte sparen? Budgetänderung, Mitgliederkampagne können wir nicht mal festgehen. Könnt höchstens eine Fananleihe starten oder geht das überhaupt? In einem Rahmen können Sie mit Einnahme von circa, Sie müssten dann am. Na klar. Es bringt aber nicht sehr viel. Ich weiß nicht, wie wir das machen würden. Dann gehen wir jetzt erstmal in dieses Spiel rein, in dieses erste, ja, sagen wir mal, generell einfach Spiel gegen VfB Steinberg. Wir werden heute keinen Zweikampf aus dem Weg gegangen. Eigentlich müssen wir es natürlich auch gewinnen. Ganz klar. Und wir führen jetzt durch David Pisot von Nils Fischer vorgelegt. Aber viel mehr läuft hier auch nicht wirklich. Also wir kommen nicht wirklich ins Spiel, ganz klar. Gefällt mir noch nicht so. Können wir jetzt auch mal ordentlich durchwechseln. Den Nagy bringen. Und auch hier so diese jungen Leute. Ist immer wichtig, dass man denen auch mal eine Chance gibt. 3,5. Nehmen wir mal den Costa raus. Grimaldi in die Spitze. Zum Behlen kann man auch mal ins Tor machen. So, Halbzeitansprache. Die Mannschaft muss gewinnen, ganz klar. Soll der Asima machen. Und dann machen wir auch weiter. Wie kann man denn hier Heimmannschaft. 2-0 durch Gaetan Manno. Okay, dann bringen wir jetzt noch links hier den Glockner. Gucken, ob es da was geht. Nee, 2-0. Anscheinend wird so bleiben. Oder vielleicht doch noch ein Tor am Ende. Machen wir nochmal richtig Power. Wollen das dritte Tor. Die kriegen auch. Ja, kriegen wir auch. Grimaldi macht das Tor, der eingewechselt wurde. Naja, ein 3-0 nimmt man mit. Ist jetzt nicht der Hammer. Grimaldi mit einem Tor und einer Vorlage. Den haben wir ja eingewechselt, ne? Okay, müssen wir uns merken. Statistiken, passt alles. Also spielen wir zu 0, das ist doch schon mal schön, aber diese Geld stressen schon leicht. Jetzt geht's wieder ein bisschen runter, aber das wird sich natürlich variieren. Erstmal werden wir dagegen aber wirklich nichts unternehmen können, weil wir jetzt einen Finanzassistent reinstellt und der schneidet das hier auch sehr gut runter, merkt man auch. So, so wird vom ausgeliehen, Blaschikowski hat keine Rolle. Laber, laber, so die Vorbereitung, da können wir ja nicht viel machen, ne? Wir arbeiten am Training, aber wirklich Spieler verpflichten und verkaufen geht ja nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Scout-Schadensbericht, Verletzungen. Ja, Scouting abgeschlossen. Mal sehen, der würde uns 270.000, den können wir uns auf keinen Fall leisten. Angebot für Niveller abgelehnt, den haben wir ja runtergepackt. Falt am schwachen Fuß, sehr schön, 3 Stufen verbessert. Nils Fischer verlängert um 3 Jahre. Hammer, wieder abgeschlossen. Scout kehrt zurück. Kaderanalyse, es wurde auch beendet. Sehr gut. Können wir mal im Tor, da gibt es ein Problem anscheinend. Also, Spieler ohne Perspektive. Neidhart würde ich jetzt nicht sagen. Hudek ist jetzt auch nicht der Hammer. Haben sie recht. Spieler am großen Potenzial ist der Pauli. Ja, kann man sagen. So, gucken wir uns hier mal an. Wir werden. Es ist alles sehr, sehr bedrohlich, will ich sogar fast sagen. Rechts ist rot, was heißt das? Vertrag auslaufend in der ersten Mannschaft. Kann man aber nichts machen. Ist der nur ausgeliehen oder was ist. Ja, zur Leihe von Zagreb. Bermann, Andreas Glockner, vielleicht sollte man mit dem Hudek noch verlängern. Das könnte man höchstens mal machen. Einige Male wird er schon spielen. Geben wir die nochmal eine Option für ein Jahr. Gehaltskürzung bei Abstieg machen wir nicht. Dann streichen wir die zweimal. So. Haben wir Hudek auch ein Angebot gemacht. Gehen wir jetzt nochmal in die Kaderanalyse und gucken uns die nochmal ein bisschen einen Ticken genauer an. Wir sind eigentlich nur im Tor. Da geht's einfach nicht. Gucken wir mal in die erste Mannschaft rein. Da haben wir jetzt den Busemann, den Zumbeelen auf der Bank. Und den Riemann, der noch 3 Wochen ausfällt. Wird dann. Also Busemann ist wirklich momentan unsere erste Wahl. Vielleicht sollte man auch einen Neidhart in die zweite Mannschaft tun. Weil wir jetzt im ZDM doch sehr dicke besetzt sind. Oder den von der Bracken. Weiß nicht. Der ist zwar stärker, aber der ist halt um 3 Jahre älter. Ich glaube, wir machen den mal ein Spielergespräch und sagen den, so. Kann es etwas leichter akzeptieren. Sehr schön. Tun wir den auch da rein. Und jetzt reden wir erstmal ein bisschen mit den Jungs. Das ist ja auch wichtig.
mal die Gespräche zu führen. Aber wir müssen jetzt erstmal hier nur gute Sachen sagen. Ich will jetzt nicht hier runterreden. Mannschaftsführung ist. Ja, kann man noch keinen wirklich loben. Ich könnte ja eine Pause. Du musst körperlich stärker werden, sagen wir mal dem Busemann. Nächster ist der Krück. Der spielt auch nicht in der ersten Mannschaft. Also ist das egal. Gib im Trainings alles. Du musst mehr Verantwortung übernehmen. Timo Staffelt, du bist unser Kapitän. Das kannst du mir jetzt nicht im Ernst bringen, dass du keine Verantwortung übernehmen willst. Verspricht nach dem Training Sonderschichten einzulegen. Okay, sehr schön. Passt das auch? Training, wie gesagt, da müssen. Alter, was macht denn der Assistent für eine Kacke? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ja, okay, dann müssen wir hier das nochmal anpassen. Trainingsumfang, genau. Sollen die auch mal neu machen und die 20%. So. Soll das auch passen? Scout hat derzeit nichts zu tun. Dann soll der mal. Wen soll der denn scouten? Geben wir dem mal eine Aufgabe. Allgemeines Scouting, Deutschland. Geschätzte Stärke 45 zu minimal 45. Hä, wieso kann man Max Stärke nur. Ach so, das ist Alter. Uiuiui, da habe ich mich aber verguckt. Also, der sollte nicht älter als 19 sein. Kann man geschätzte Stärke. Hier geht es. Sollte über 50 sein. 55, sagen wir mal. Und halt auch nicht höher als eine 60. Machen wir 65 rein. Nur realistische Transfers permanent beobachten. So. Ist der auch auf dem Weg? Marketing Manager sollten wir einstellen. Ist bedenklich, wir sollten sparen. Ja. Golf spielen gehen. Passt auch. Machen wir das mal weg. Und gehen dann in dieses nächste Spiel gegen Zwickau. Sofortberechnung wieder am Start mit der 665. Wir werden nicht verlieren. Das kann man doch wohl erwarten von uns gegen Zwickau. Und das geht auch. Simon Zoller macht sein erstes Tor und Piosek macht seine erste Vorlage. Aber somit bleibt es auch. Nein, Simon Zoller macht noch eins. Wieder Vorlage von Piosek. Im defensiven Mittelfeld passt. Oh, die Form ist hier richtig tief teilweise. Die sollten wir vielleicht nochmal drin lassen. Aber Grimaldi bringen wir vorne nochmal. Manu soll sich nochmal ein bisschen verbessern. Aber hier die Innenverteidiger sind beide stark. Da können wir auch nochmal einen ranlassen. Zum BL auch. Hier Leute mit einer tiefen Form sollen sich auch nochmal ein bisschen reinspielen. So, Halbzeitansprache. Müssen wir gewinnen, ganz klar. Und dann soll der Assi mal wieder rumgehen und demotivieren die Buben. Keine Aktion in der zweiten Halbzeit anscheinend. Können wir nochmal hier reingehen. Steht immer noch 2-0. Okay, wer ist denn hier müde? Staffelt. Können wir den Nagy einfach mal für den reinbringen. Und dann defensiv. Machen wir das einfach. So ist jetzt auch egal. Weil das Spiel 2-0 ausgeht. So. Erneutes 2-0, wieder ein relativ sicherer Sieg, ungefährdet, jetzt aber auch nicht überragend. Statistik können wir uns jetzt auch nicht unbedingt angucken. Es war aber zu erwarten, Nils Fischer verlängert bei Osnabrück, ist natürlich schön zu hören, dass wir den länger binden können, das ist uns auch relativ egal. Handball, ich bin generell gar kein, ich konzentriere mich nur auf Fußball. Ich sag mal, ich bin generell ein sportbegeisterter Mensch, das sollten die Leute doch mögen. Das tut aber eigentlich nur die Medien mögen, so. So, und dann geht's auch gleich gegen Osnabrücks Zweite. Nils Fischer haben wir verlängert, ist natürlich schön, weil der auch wirklich ein Stammspieler ist. So, Kaufangebot für Klaus Costa. Was hat denn der für einen Marktwert, der junge Mann? 42.000, aber das können wir schon mal ablehnen, den wollen wir auf jeden Fall behalten. Da können wir auch nochmal in die Verträge reingehen. Und hier diese... Minimale Forderungen erhöhen. Minimale Ablöse erhöhen. Und Forderungen nochmal erhöhen. Sonst wollen wir auch mal. Das passt dann erstmal so. Neue Strafansätze haben wir da schon extrem. Ja, Teamstatus verstimmt. Wieso? Machen wir dann einfach mal hart. So. Training ist immer, sind sie immer noch nicht ganz dabei. Machen wir hier wieder mal Fitness heftig. Ja, wir sind halt noch nicht so weit mit unserem Trainingsgelände, aber das ist ja okay. Passt völlig. So, Teamdynamik, Verbesserungsvorschläge, was gibt's denn? Sie sollten der direkt mit Hudek kommunizieren kann. Dies wird seine, ein Spieler ist Klaus Costa, ein wichtiges Timo Staffelt. Okay, dann gucken wir mit wem wir hier noch nicht, Nils Fischer.
Du musst körperlich stärker werden. Okay, das mag er nicht so. Neumann, mit dem müssen wir nicht reden. Machen wir mal den Grimaldi, der hat ja gut gespielt eigentlich. Herzlich willkommen, vielleicht ein bisschen spät. Nein, das nimmt er noch so hin. So, Hansen, der ist im Gelben, dem sollten wir vielleicht auch mal was sagen. Sag mal, den du fehlst uns. Okay. Das mag er gar nicht. Das war auch vielleicht nicht das Schlauste zu sagen. Was soll's? Weiter geht's. Gibt ein Training alles. Muss körperlich stärker werden. Sehr okay. Dann zweite Mannschaft. Können wir da nochmal schnell was sagen? Ja, da können wir auch noch was sagen. Ey, nein. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. So, und jetzt ist hier irgendjemand verärgert, ne? Doch, für, ja, okay, sehr schön, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, zweite Mannschaft nochmal reingehen. Dem hier einfach mal was sagen. Herzlich willkommen. Gewinnt 5 Moralpunkte. Stärk, können wir auch nochmal reden. Einfach mal, gib im Training alles. Und Pfeiler, sagen wir auch herzlich willkommen. Alter, was haben die denn alles für neue Leute sich hier an Land gezogen? So, dann speichern wir hier jetzt nochmal schnell, bevor hier irgendwas Dummes passiert. Müssen auch gleich Schluss machen, sind schon bei 16 Minuten. Ich habe jetzt nicht mehr diese Grenze für diese 15 Minuten, weil ich... dieser Strike wurde von meinem Dings aufgehoben. Von meinem Kanal. So, jetzt gucken wir nochmal die Nachrichten an, bevor ich dann in der nächsten Weißangebot zurück. Okay, dann sehen wir uns. Ciao. So, passt das? Ihre Mannschaft, sie müssen mehr Konditionstraining machen, ganz klar, sie haben, die Situation ist bedenklich, so, erste Mannschaft, ja, es geht immer noch nicht hoch, gehen wir mal ins Training nochmal rein und gucken hier, machen hier nochmal Fitness heftig, jo, das ist mir auch bewusst, individuelle Spieler, Trainingsumfang, die sollen auch nichts machen, so, und die machen 50%, so, sonst bringt das ja nichts, die sind dann alle komplett kaputt. So, das war's von dieser Episode. Wir sehen uns dann in der nächsten, wenn es gegen im Spiel losgeht. Bis dann und tschö.